Ist es nicht viel zu unsicher, seine Patientendaten und Termine digital zu haben? Ich bin neulich an einem Auto vorbeigegangen, eines Kollegen, der einen Hausbesuch gemacht hat. Und was konnte man auf dem Beifahrersitz sehen? Eine Schachtel mit Karteikarten. Die lagen da offen. Man konnte lesen, wer das ist. Das ist das, was Leute als sicher empfinden, wenn es im Auto eingeschlossen ist. Das ist natürlich totaler Käse. Ich finde es ja viel cooler, wenn ich meinen Termin halt auf dem Handy habe und dann hier meine Termine und meine Daten drauf habe. Weil sobald hier keine Verbindung mehr hergestellt wird, dann sagt er irgendwann, okay, ich lösche die Daten von dem Handy runter. Da kann nur ich drauf zugreifen, weil das geschützt ist. Und ich habe alle Informationen auch sicher offline zur Verfügung, auch wenn ich keine Internetverbindung habe. Insofern glaube ich, dass mobiles Arbeiten cool ist. Im Übrigen kann ich das Navigationssystem nutzen, um da hinzukommen. Ich habe die Telefonnummer, wenn ich zu spät komme. Ich habe alles dabei, was ich brauche und muss mich nicht groß rumärgern. Insofern glaube ich, dass ein Hausbesuch ohne Termin hält, echt zu viel Arbeit ist und dass man viel einfacher das machen kann. Und wir zeigen mal, wie das geht, mobiles Arbeiten. Das lohnt sich auf jeden Fall, diesen Vortrag anzugucken, wenn man auch nur einen Hausbesuch die Woche macht.